14 neue Lieder erwarten die Menschen. Ein neues Produktionsteam. Ich zusammen mit Jens Carstens und Soran Grojowski. In der Band sind sie schon lange bei mir, aber es ist das erste Mal, dass ich mit den beiden produziere. Und das war eine sehr kreative Entscheidung, denn für die beiden ist es das erste Mal, dass sie das mit verantworten, als sozusagen Klangregisseure. Und die schlafen kaum noch, die arbeiten fast rund um die Uhr. Du bist so herrlich grenzenlos. Stilistisch ist es wie auf allen meinen Platten, die ich für gelungen halte, eine sehr große Bandbreite. Ich mache nicht eine Musikrichtung 14 Mal, sondern ich bin schon, glaube ich, musikalisch ein gewisses Chamäleon. Und wenn ich schon mal gehen muss, hier unten war ich gar nicht so beliebt, dann will ich der sein, der die Wolken schiebt. Ich werde nicht umhin kommen, immer wieder zuzugeben, dass ich die Texte sehr wichtig nehme und dass ich mir dabei auch viel Mühe gebe, aber ich bin andererseits auch immer sehr enttäuscht, wenn dann die Leute nur von den Texten reden, weil ich glaube, ich mache auch die beste Musik im Land. Wir sind in Timoleague an der Südwestküste Irlands in der Nähe von Cork, der zweitgrößten Stadt. Und hier im Südwesten der Insel steht eben ein traumhaftes Studio. Da hat sich einer wirklich einen Lebenstraum erfüllt. Und auf Einladung oder Empfehlung von Carsten Jahnke sind wir hergekommen. Und ja, du siehst ja, man ist umgeben von einem Instrumenten- und Verstärkermuseum. Alles an Gitarren, Bässen, Keyboards, was man sich nur wünschen kann, ist da. Und das zusammen mit diesem Blick und diesem wahnsinnigen Wetter bringt einen schon mal auf andere Gedanken und da entgeht man für ein paar Tage dem eigenen Dunstkreis und denkt über die Sachen anders nach. Da haben wir auch 5 Tage gearbeitet und unserem Spieltrieb freien Lauf gelassen. Da kam die Musik wie von selbst und dann sind da auch 3 Stücke entstanden, weil einfach auch diese Gegend so inspirierend ist. Irland ist eine Insel, die ja quasi explodiert von Musik. Da gibt es ja Musiker an allen Ecken und Enden. Die Iren sind extrem gastfreundliche und herzliche Menschen. Und wenn man dann auch noch da so ein Studio vorfindet mit einem hauseigenen Toningenieur, der einfach sagt, go on, lass knacken, dann fühlt man sich wie als glückliches Kind von einer riesigen Modelleisenbahn. Dann nimmt man sich die erstbeste Gitarre von der Wand und fängt an. Wir haben mal Streicher aufgenommen für 2 Nummern, Albumtitel Stein vom Herzen und die 2. Nummer Glück auf deiner Seite. Und echte Streicher auf 2 so Balladen ist natürlich wunderbar, es veredelt das einfach und gibt dem ganzen Song nochmal eine andere Tiefe. Und ich denke mal, das wird ein Highlight werden auf dem Album. Das Cover entwerfe ich. Und das sind einfach Symbole, vielleicht auch aus dem Unbewussten, vielleicht auch aus dem Traumbereich, die man nicht eindeutig erklären kann. Wieso fliegt bei Marc Chagall ein polnischer Geiger über ein Bauernhaus? Weil es ihm eingefallen ist. Mir fällt ein. In einem Booklet, da gibt es dann Fotos mit echten Glocken in einem Hannoveraner Kirchenturm. Und wir versuchen schon dann bei einer Symbolik auch Spuren zu legen und nicht unbedingt Spuren zu verwischen. Letzten Endes kann man das nicht erklären. Das ist eine Kombination von Elementen, die ich mir so ausdenke und die für mich einen Sinn ergibt. Ziele finden für Bildaufnahmen in Irland ist kein Problem. Wenn man auf einer so malerischen Insel ist, dann bieten sich einem traumhafte Anblicke.
und so viel Meer und Himmel da, wie man eben für so eine Single Hallo Himmel auch wirklich braucht. Hallo Himmel, hallo Himmel, dein Anblick ist so majestätisch weit. Hallo Himmel, hallo Himmel. Ja, ist einfach schön hier. Und irgendwie langsamere Zeit. Und überall liegt irgendwie, ich kann mir nicht helfen, Musik in der Luft. Jetzt auch meine.